Hallo und herzlich willkommen beim Phoenix Mindset Podcast. Heute mit einem wirklich spektakulären Gast, Urs Meier, Fußball-Schiedsrichter-Legende. Einer der ganz großen Namen im internationalen Fußball. Und ich werde mich heute mit Urs Meier darüber unterhalten, was es bedeutet, Entscheidungen unter Druck zu fällen. Und wenn einer über Entscheidungen unter Druck sprechen kann, dann ein Fußballschiedsrichter auf Weltmeisterschaftsniveau, der innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde wirklich elementare Entscheidungen treffen muss. Pfeift er A, hat er potenziell ganz B gegen sich. Pfeift er B, hat er potenziell ganz A gegen sich. Er hat keine Zeit nachzudenken. Er muss innerhalb von Millisekunden, ohne den Gesamtüberblick zu haben, sondern nur aus einer gewissen Perspektive Entscheidungen treffen. Und das tut er. Und das tut er mit einer unglaublichen Überzeugung, mit einer Ruhe und auch mit einer Konsequenz und mit einem ganz großen Gerechtigkeitsgefühl. Und was wir aus dem, was Urs uns erzählt, auch übertragen können in die Welt des Business und in die private Welt. Wie können wir ein glücklicheres und zufriedeneres und erfolgreicheres Leben uns gestalten mit den Einblicken aus dieser doch so spannenden Fußballwelt? Dazu heute mehr mit Urs Meier und ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit ihm. Ein ganz herzliches Willkommen, Urs Meier, eine Legende, eine lebende Legende aus dem Fußball, einer der ganz großen Namen im Fußball, Schiedsrichter bei vielen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Champions League, also wirklich einer der ganz großen Namen. Für mich vor allem aber eine echte Inspiration. Ich habe in meinem Leben selten Menschen auf der Bühne erlebt und ich durfte dich diesen Sommer auf der Bühne erleben, die mir so nachhaltig unter die Haut gegangen sind und mich so zum Nachdenken gebracht haben. Und ich gebe ganz offen zu, ich bin kein großer Fußballfan und auch alles andere als ein Fußballwisser. Und ich dachte mir, ja, das ist ja einer von diesen größeren Namen im Fußball. Schauen wir mal, was er so erzählt. Und ich saß von der ersten bis zur letzten Minute da mit Gänsehaut, mit wirklicher, ganz tiefer Wertschätzung und habe mich von dir wirklich mitreißen lassen und bin so tief inspiriert zu dem Thema Entscheidungsfindung, dass ich gesagt habe, dieses Erlebnis würde ich wahnsinnig gerne mit meinen Hörern auch teilen. Du bist eine solche Inspiration und kannst dem Menschen so viel mitgeben aus deiner Erfahrung, jahrelang wirklich Entscheidungen unter den widrigsten aller nur denkbaren Gegebenheiten machen zu müssen. Aber erzähl uns doch einfach ein bisschen was zu der Welt des Schiedsrichterseins, zur Entscheidungsfindung. Lass uns doch einfach mal anfangen damit. Wie kamst du dazu, überhaupt Weltmeister-Schiedsrichter zu werden? Also zuerst einmal, Sonja, ganz, ganz herzlichen Dank für all die wunderbaren Worte, die du mir da gegeben hast. Das ist ja für all die 883 Spiele, die ich geleitet habe, ist das ja eigentlich Dank genug. Also das, nein, das ist ja Wahnsinn. Nee, also ganz herzlichen Dank. Freut mich natürlich sehr, wenn es gut ankommt. Das weißt du ja nie. Das ist ja wie auf dem Fußballplatz ist es ja auch immer so. Du gibst dir eigentlich immer dein Bestes oder versuchst dein Bestes zu geben als Schiedsrichter. Du versuchst fehlerfrei zu sein. Du versuchst ein guter Spielleiter zu sein. Und manchmal kommt es gut an, auch beim Publikum, bei den Spielern. Manchmal kommt es nicht so gut an. Und ja, man weiß manchmal nicht, warum das so war. Keine Ahnung, was ich habe mir da immer gesagt, auch so bei all 40 Spielen ungefähr, das ist ja immer schwierig, wenn man sich selber so ein, wie soll ich das sagen, sowas Negatives eigentlich sagt, aber ich habe immer gesagt, so bei 40 Spielen, das ist ungefähr so ein Jahr in einer Saison, ist einfach ein Scheißspiel meistens dabei, oder? Und da muss man halt sagen, okay, jetzt ist es heute wieder gewesen, abhaken und weiterschauen, oder, dass es weitergeht. Aber die Frage war ja, wie bin ich zu der Schiedsrichterei gekommen? Ja, es ist eigentlich ganz, ganz simpel. Die Leidenschaft Fußball war, seit ich denken kann, und das ist ungefähr 4 Jahre, als ich 4 Jahre alt war, war immer Fußball und ich wollte natürlich Fußballprofi werden. Also mit 4 Jahren will man ja nicht Schiedsrichter werden, um Gottes Willen.
Ich wollte Fußballprofi werden, und hatte dann einfach das Talent nicht. Und mit 14 Jahren habe ich das realisiert, dass mir das Talent einfach fehlt für das ganz große Fußball. Also natürlich, ich war in meinem Dorf, ich war Torschützenkönig, ich war sogar Spielführer der ersten Mannschaft schon mit 18 Jahren. Aber das war irgendwo sechste Liga und das war nicht meine Welt. Ich wollte an die Weltspitze, ich wollte in die großen Stadien dieser Welt, ich wollte das erleben, was ich am Fernsehen immer wieder erlebt habe. Diese Begeisterung, dieses Gänsehaut, diese Gänsehautmomente, wenn du da reingehst vor 80.000 Zuschauern, wenn es richtig brodelt und wenn es richtig Wahnsinn. hin und her geht. Und genau das wollte ich als Aktiver erleben. Und wie gesagt, Schiedsrichter war es nicht, Trainer war auch so kurze Überlegung, war mir aber da zumals zu wenig aktiv. Ich musste mich bewegen, ich musste irgendwas haben. Also ich hätte auch nicht Tennisschiedsrichter sein können, weil da fehlte mir auch die Bewegung. Also ich muss nach einem Spiel, muss ich das Gefühl haben, ich bin ausgepumpt, ich habe alles gegeben und dann bin ich eigentlich auch mit mir und mit meiner Leistung zufrieden gewesen, wenn ich gemerkt habe, ich bin da auch an die Grenze gegangen. Also das heißt, du Ja. bist dann von dieser Spieleridee wirklich relativ bald zur Schiedsrichteridee auch gekommen. Ja, eigentlich schon, ja, weil ich durfte ja erstens mal durfte ich in den Fußballverein erst eintreten mit 12 Jahren, weil mein Vater hat mir das verboten. Ich war 6 Jahre lang, also von 6 bis 12 war ich im Kunstturnen. Ich sollte seine Karriere eigentlich ausleben. Er wollte Kunstturner werden, also musste ich Kunstturner werden. Ich hatte einfach keine Kraft. Ich hatte Einsatzwille, hatte ich immer. Ich hatte Geschwindigkeit, aber ich habe keine Kraft. Also meine Handgelenke sind so dünn wie Zahnstocher. Ja, spätestens als ich dann an den Ringen hing, war das eigentlich klar, da wird kein großer Kunstturner aus dem Urs Meier. Und habe natürlich jede freie Minute Fußball gespielt. Und mit 12 bin ich dann wirklich, dann habe ich gesagt, so, jetzt ist genug, jetzt gehe ich in den Fußballverein. Wie gesagt, habe dann die B- und A-Jugend habe ich dann durchlaufen, bin dann eben auch noch in die erste Mannschaft gekommen. Aber eben, wie gesagt, mit 14 habe ich realisiert, nee, also das wird auf die ganz große Bühne wird das nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Schiedsrichter. Und man durfte da erst mit 18 beginnen, habe ich also noch 4 Jahre Fußball gespielt und mit 18 habe ich dann den Schiedsrichterlehrgang gemacht. Ja, Und und du hast ja damals schon in dem Formular, was du ausfüllen musstest, hast du ja schon reingeschrieben, ich möchte über 20 Jahre später die WM pfeifen als Schiedsrichter. ja, es war eigentlich so eine Klares einfache, Ziel. ja, es war ein einfacher Fragebogen, oder? Und das ist ja etwas, was ja jeder eigentlich mal für sich immer wieder mal ausfüllen sollte, mit einer ganz einfachen Frage: Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel? Also einfach, wenn man wirklich in sich hineingeht und sagt, was will ich eigentlich? Was will ich in meinem Leben erreichen? Wo ist der Ort, wo ich zum Beispiel glücklich bin? Wer ist der Partner, mit dem ich glücklich bin? Was ist die Arbeit, die mich glücklich macht? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, da muss man eben auch mal ehrlich mit sich selber sein. Und damals war es schon so, ich habe diesen Fragebogen erhalten. Ich habe ja, wie gesagt, beim ersten Lehrgang, da muss ich schon zuerst mal überlegen, Moment mal, also eigentlich schon, ja, es war dann für mich klar, ich will an die Weltmeisterschaft. Also ist das Ziel die Weltmeisterschaft? Da habe ich überlegt, welche Weltmeisterschaft, oder? Bin dann zuerst auf 2002 gekommen, habe ich gedacht, ja, wieso 2002, wieso nicht 4 Jahre früher? Das geht auch auf, oder? Habe mir dann so einen Plan gemacht, habe gesagt, doch, das geht auch auf. Da habe ich geschrieben, mein Ziel ist, als Fußballschiedsrichter 1998 an der Weltmeisterschaft zu sein. Und ich glaube, das ist eben auch wichtig, dass du eben ein klares Ziel formulierst. Und das ist ja das, was ich bei vielen Menschen vermisse, auch bei Schiedsrichtern zum Beispiel, bei jungen Schiedsrichtern, wenn ich die frage, wohin willst du? Ja, möglichst weit nach oben, sage ich ja. Definier mal, möglichst weit nach oben, oder? Und ich nehme das immer so mit den Bergen, oder? Also wenn du sagst, möglichst weit nach oben, ja, willst du auf dem Mount Everest? Ja, das wäre dir schon toll. Ja, dann sag doch, dass du auf dem Mount Everest willst, oder? Wieso, was heißt möglichst weit nach oben? Das ist kein Ziel, das ist so schwammig. Und wenn es schwammig ist, dann du siehst das nicht, oder? Und ich glaube eben immer wieder, Ziele musst du erstens mal visualisieren, du musst sie sehen und du solltest sie eben auch noch manifestieren. Und ich glaube, also manifestieren heißt, du musst ein Gefühl reinbringen. Also du musst ein Gefühl reinbringen, wie wird sich das anfühlen, zum Beispiel
Wenn ich auf dem Mount Everest stehe, wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt zum Beispiel als Ziel hätte, den New York Marathon zu laufen? Wie fühlt sich das an, wenn ich da reinlaufe in dieses Zielgelände rein? Also im Prinzip möglichst klar, du musst eigentlich das Ja, Ziel schon oder wie du sehen. gesagt hast, wie fühlt es sich an, wenn ich in diese Arena reinlaufe, in dieses Stadion und 80.000 Menschen brodeln und du Genau. weißt, ich bin Spielführer dieses wichtigen Spiels. Also das ist Ja. ja, also Ja. allein das spürt man ja auch, wenn du darüber schon redest, wie diese Energie in dir mitbrodelt. Ja, und das ist etwas ganz, ganz wichtig. Wenn die Energie nicht da ist, wenn das Ziel nicht da ist, wenn das Gefühl nicht da ist, oder, dann hast du einfach auch nicht den Power, meistens auch nicht das Durchhaltevermögen, im Prinzip das zu erreichen, oder? Und ja, und darum ist es wichtig, darum ist es eben wichtig, dass man sich eben schon im Vornherein sagt, was will ich eigentlich, wohin will ich gehen, Ja. oder? Wie fühlt sich das an, zum Beispiel, wenn ich jetzt auswandern will, in welches Land? Ja, wie fühlt sich dann das an in diesem Land, oder was erwarte ich da, oder? Und ja, und dann sind es halt vielleicht die Sonnenuntergänge, es ist vielleicht das Meer, es ist der Geruch dieses Meeres, oder? Und je stärker das ist, je stärker dieses Manifestieren geht, umso einfacher ist es, dieses Ziel zu erreichen. Ja, was ich aber auch ganz toll fand bei dir damals, dass du eben trotzdem, es war ein sehr großes Ziel. Ich meine, es werden nicht viele Schiedsrichteranwärter wirklich Weltmeisterschaftsschiedsrichter, aber es war trotzdem realistisch. Also du bist jetzt nicht hingegangen und hast gesagt, ich bin der 18-jährige Urs und ich möchte bitte in 4 Jahren auf der Weltmeisterschaftsliste stehen. Nein, du hast dir überlegt, wie viele Jahre braucht es, um diese Schritte dorthin auch realistisch zu machen. Warst erst auf 2002, hast dann gesagt, ein bisschen früher geht's schon. Also ein sehr hochgestecktes, aber realistisches Ziel irgendwo noch. Und das ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass man sagt, hey, man darf träumen, aber man darf halt schon auch einen Traum so anvisieren, der durchaus machbar ist. Ja, natürlich. Also das macht auch Sinn, dass man nicht in Unreal, also meine, ja, logisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel gehabt hätte, ich werde Kunstturn-Olympiasieger, das wäre ich nicht geworden. Garantiert nicht, weil einfach meine körperlichen Voraussetzungen gar nicht die da gewesen wären. Also es muss ja schon irgendwo stimmen, oder? Das ist schon klar. Und natürlich braucht es dann auch vielleicht irgendwann mal bei einer Abzweigung das nötige Glück. Das Ja, aber haben es wir, braucht aber einfach das. auch dieses Bewusstsein, wo sind meine Stärken? Wo bin ich gut? Auch vielleicht mal zu sagen, hey, der Kunstturner ist es nicht. Und diese Umwege sind ja oft auch gut, wenn man sagt, okay, jetzt war ich so und so 4 Jahre in dem Bereich. Das war es nicht ganz. Jetzt komme ich aber auf den richtigen Weg und hier sehe ich, hier habe ich die Stärken. Du bist ja auch ein Mensch, der für Gerechtigkeit brennt, der unglaublich schnell im Kopf ist. Und das sind ja Grundvoraussetzungen auch für einen Schiedsrichter. Du bist topfit und da hast du ja schon mal ein Paket, ohne das du gar nicht so weit gekommen wärst. Ja, natürlich sind gewisse Voraussetzungen. Ich habe mir dann das ja auch überlegt, oder? Diese Gerechtigkeitssinn, den habe ich schon in der Schule gehabt. Also der war wirklich immer da. Also immer, wenn ich Ungerechtigkeit nur schon im Ansatz gespürt oder gesehen habe, da habe ich mich meistens auch eingemischt. Also gerade in der Schule war ich natürlich oft hatte ich natürlich darunter auch gelitten, weil die Lehrer, oder, die waren zum Teil ungerecht. Also das muss man schon sagen. Gerade in meiner Generation, da war schon noch, boah, da hat das schon einige Lehrer gehabt, die da ja nicht ganz fair waren mit gewissen Schülern oder weiß nicht was Situationen. Und das habe ich immer gnadenlos habe ich das aufgedeckt. Da habe ich immer gesagt, nee, das geht nicht, das machen wir nicht, nee, also nee, das mache ich nicht. Und Bist eigentlich damals schon als Schiedsrichter eingetreten, ohne vielleicht das Bewusstsein zu haben, ja, aber es war natürlich. eigentlich die Rolle hast du damals schon gelebt. Natürlich, oder? Und bin auch immer konsequent gewesen in meiner Haltung. Also wenn ich etwas gefordert habe oder wenn ich etwas gesagt habe, dann habe ich auch immer die Konsequenzen natürlich dann auch durchgezogen. Also ich habe da nicht irgendwie gesagt, Wahnsinn. ja, nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, ich weiß ja, ein Fall war es mal so, dass eine Schülerin von uns, da waren wir schon eigentlich schon fast in den letzten Klasse, da waren wir 14, 15 Jahre alt, die hatte damals für diesen Englischlehrer, das war so ein alter Englischlehrer, der hatte das Gefühl gehabt, dass die eine Schülerin einen zu kurzen Rock hätte, oder? Also so und so nach dem Motto, mit diesem kurzen Rock käme man nicht in die Schule, und hat die also wirklich vor der Klasse ausgezählt und dass sie die Klasse verlassen soll, oder? Und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, wenn die
gehen muss, ich weiß nicht mal, wie sie geheißen hat, sie haben nur gesagt, wenn die gehen muss, dann gehen wir alle. Wow. Und dann haben mich natürlich alle anderen Schüler angeschaut, so nach dem Motto, oder? Habe ich gesagt, wir gehen, einfach, es ist einfach fertig. Das lassen wir uns nicht bieten, oder? Aber da gehört auch echt Und Mut dazu. ja, und dann war er unsicher, oder? Und das ist ja oft so, dann war er unsicher und hat gesagt, okay, dann soll sie heute noch bleiben, aber in Zukunft eben mit einem anderen Rock kommen oder irgend so, oder? Und dann ging dann die Stunde weiter, oder? Und man kann sich ja dann noch vorstellen, wie die restliche Zeit in dieser Schule zwischen dem Englischlehrer und mir weitergelaufen ist, oder? Also ich kriegte dann dauernd, kriegte ich natürlich dann die Probleme, oder? Ja, Also aber der du hat mich bist, dann. aber das ist was, was ich wirklich an dir unglaublich schätze. Du stehst zu deinen Entscheidungen. Du bist mutig, sie zu treffen. Du bist mutig, auch sie in Situationen zu treffen, wo du weißt, dass du nicht populär sein wirst durch diese Entscheidung. Und du ziehst sie durch. Und das ist ja was auch, was dich in deiner Karriere ganz stark gemacht hat. Einfach dieser Mut auch zu sagen, hier gibt es jetzt diese Entscheidung, auch wenn ich weiß, ich habe im Zweifelsfall bei einer Weltmeisterschaft die halbe Welt gegen mich und das dann konsequent durchzuziehen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein Beispiel auch aus deiner Fußball-Schiedsrichterkarriere. Da sind ja doch auch die ein oder anderen schwierigen Situationen gewesen, wo es viel Mut gebraucht hat. Ja, es ist eigentlich für mich nicht mal unbedingt immer Mut gewesen. Für mich ist es kein Mut gewesen. Also Mut wäre ja, wenn ich mich mit der Situation auseinandersetzen würde und mir dann dann im Prinzip mal vorstellen würde, was würde dann passieren. Für mich ist es immer situativ gewesen. Wenn es einfach in dieser Situation, wenn es nicht gestimmt hat, wenn es falsch war, wenn es, dann habe ich entschieden. Oder? Und habe nicht überlegt, was sind die Konsequenzen. Dass die Konsequenzen kommen, die kommen automatisch. Aber wenn du dauernd überlegst, was die Konsequenzen sind, dann wirst du schwach, dann wirst du, wie soll ich sagen, dann wirst du nicht mehr entscheidungsfreudig sein, dann wirst du auf einmal wirst du gehemmt sein, du wirst vielleicht sogar manipulierbar sein, oder? Je nachdem. Und das wollte ich nie, oder? Und ich habe eben gesagt, es interessiert mich nicht. Für mich war auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel England, ich komme jetzt gerade auf dieses Beispiel, im Viertelfinale England gegen Portugal, also Heimmannschaft war Portugal gegen England. Das war mir egal, ob da jetzt England oder Portugal ist oder keine Ahnung was da ist. Da hat Rot gegen Weiß gespielt, fertig. Und Rot gegen Weiß habe ich schon 100 Mal gepfiffen. Also wo ist das Problem, oder? Und wenn du da überlegst, ja, jetzt wenn ich das mache oder wenn ich das mache, dann passiert das, dann kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Und damals habe ich ja das vermeintliche 2 zu 1, das war in der 89., also in der 90. Minute war es ja das Also wirklich vermeintliche am 2 Ende zu 1, eigentlich. genau, für die Kritischste Engländer. Phase überhaupt. Also England wäre dann qualifiziert gewesen für das Halbfinale, oder? Und die wollen natürlich schon seit 1966 wollten die schon lange wieder mal in einen wollten die schon lange wieder mal einen großen Titel haben, und es war auch eine gute Mannschaft. Und ja, item, auf jeden Fall habe ich dieses Tor annulliert. Es ging dann in die Verlängerung, und da haben die Engländer nachher das Elfmeterschießen verloren, und dann war ich der Sündenbock, weil anscheinend dieses Tor zu Unrecht annulliert gewesen wäre, laut englischen Medien. Und da haben sich wirklich ganz, ganz viele eingemischt, sogar der Tony Blair damals, der Premierminister. Premierminister auf Deutsch, genau. Der hat dann auch noch gesagt, sein Fehlentscheid gewesen. 4 Tage auf der Titelseite der Sun. Also ich wurde richtig, richtig, wurde ich in England, ja, im Prinzip wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja, und der Entscheid war richtig schlussendlich, oder? Und ich hatte da auch Glück, oder? Weil dieser Entscheid, den ich getroffen habe, der war aus dem Bauch heraus. Der war nach 27 Jahren Erfahrung, war er mit viel Erfahrung, war er getroffen worden. Das heißt, das Bild hat nicht gestimmt, und ich hab einfach den Mut gehabt, da habe ich vielleicht den Mut gehabt, einfach zu entscheiden. Ja, auch wenn ich es nicht genau gesehen habe, aber ich wusste, es stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht, oder? Und ich wusste in dem Moment noch nicht mal, wer hat das Foulspiel gemacht, sondern ich wusste nur einfach, die Hand des Torhüters ist nicht da, wo sie sein muss, oder? Die Situation ist falsch, oder? Und das ist etwas, was ich auch den Leuten oft versuche mitzuteilen. Leute, Menschen, die in der Führung sind, die Erfahrung haben, die sollen auf ihren Bauch auch hören. Die sollen auch mal eben dieses, man kann nicht immer alles mit dem Kopf im Prinzip klären, sondern es gibt viele Situationen, vor allem wenn zwei, drei Situationen ineinander hineinkommen, dann geht eigentlich nur der Bauch. Dann muss der Bauch muss entscheiden. Das ist wie im Straßenverkehr. Ja, weil der Bauch Wenn ist einfach der schnellste. Der ist deutlich absolut, schneller als der Verstand. ja.
Und wenn du sagst, du hast 27 Jahre Erfahrung, dann ist dieser Bauch, die Intuition einfach gefüllt mit einem Erfahrungsschatz, der Genau. sofort abgreifbar ist und wo du dann eben in so einer Lage bist, sofort zu wissen, auch wenn du nicht weißt, woher es kommt, aber du weißt, da stimmt was nicht. Ja, und das wäre ja eigentlich fatal, wenn man 27 Jahre Erfahrung einfach brach liegen ließe im Bau. Ja, wirklich bald. Es wäre fatal, oder? Und ich denke gerade, ich meine, es gibt ja so viele Beispiele, ob das jetzt in der Formel 1 war oder ob das jetzt im Bergsteigen war. Da gibt es so viele Beispiele von Leuten, die eben genau auf dieses Bauchgefühl hören oder gehört haben und mit dem eben, ja, wie soll ich sagen, ein Unglück im Prinzip verhindert haben, oder? Dass man zum Beispiel nicht aufgestiegen ist, also mein Assistent zum Beispiel, der ist 3 Jahre nacheinander immer im Sommer am Mont Blanc gewesen. Sein ganz großer Traum war, auf den Mont Blanc zu kommen. Und sie haben immer den gleichen Bergführer gehabt. Und der Bergführer hat jedes Mal gesagt, nee, kein gutes Gefühl, nee, wir steigen nicht auf. Am ersten Mal finden das ja noch alle irgendwo lustig, oder? Ja, okay, da gehen wir halt nächstes Jahr. Beim nächsten Jahr wieder dasselbe? Nee, gehen wir wieder nicht? Oh, ja, wieso jetzt? Aber jetzt sind wir doch schon wieder hier. Nee, kein gutes Gefühl, wir gehen nicht drauf. Drittes Jahr, und das war das Entscheidende, jetzt muss man vorstellen, drittes Jahr, gleicher Bergführer, noch mehr Druck auf diesen armen Kerl und alle anderen gehen rauf. Oder morgens um 3 Uhr laufen die ersten Gruppen weg Also und da der gehört auch sagt, viel Mut dazu, dann Nein zu natürlich, sagen. und der sagt wieder, nee, nee. Es stimmt nicht. Nein, wir gehen da nicht drauf. Und was ist passiert? Es ist dann tatsächlich eine Lawine runtergegangen und es sind einige verschüttet worden von diesen, die mit meinen Kollegen in der Berghütte waren. Aber meine Kollegen sind eben nicht draufgegangen, weil der Bergführer sich auch im dritten Mal hat er sich durchgesetzt und hat gesagt, nein, es stimmt nicht. Und es hat nicht gestimmt, weil er genau das gespürt hat, oder? Und das meine ich. Und das ist diese Erfahrung, wenn man die schon hat, ja, wenn man die nicht ausspielt, dann ist es fatal. Ich habe das häufig auch in meiner Managementkarriere. Ich war lange in Führungspositionen bei BMW international tätig. Ich habe das häufig auch gehabt, dass ich Möglichkeiten, Opportunities einfach, wo ich wusste, ja oder nein. Und wo ich immer wieder auch in meinem Umfeld gesehen habe, wie viele Menschen sich mit dieser schnellen Entscheidungsfindung ganz schwer getan haben, die gesagt haben, wo sind die Fakten, wo ist der Beweis, wo ich sage, ich weiß, dass es klappt oder ich weiß, dass es nicht klappt. Ja, wo sind die Beweise? Hast du irgendwelche riesen Marktstudien, wo ich sage, nein, brauche ich nicht. Vertrau mir, ich weiß, dass es klappt. Und da gehört auch, denke ich, relativ, also zum einen gehört natürlich jahrelange Erfahrung dazu, um dieses Vertrauen auch in sich selber zu haben, dass man weiß, diese Einschätzung stimmt, aber dann auch wirklich viel Vertrauen im Umfeld, dass sie dann sagen, also ich hatte einen ganz tollen Kollegen, der meinte immer nur, keine Ahnung, woher du es nimmst. Und ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir, das wird passen. Und es hat gepasst. Es hat jedes Mal gepasst. Aber da gehört natürlich auch wirklich ein ganz tolles Vertrauensmanagement dann dazu, bis man eben als Team auch so agieren kann, dass man weiß, wie du auch eben mit deinen Linienrichtern, wo du weißt, macht gerade vielleicht keinen Sinn, aber ich weiß, dass ich diesen Menschen vertrauen kann. Und da glaube ich, ist Teamarbeit und Team, Vertrauen im Team ganz wichtig. Ja, das ist natürlich so, oder? Und das Problem ist ja auch gerade in diesen Situationen ist ja so, dass ganz viele Menschen, die brauchen immer Fakten, oder? Um nachher im Prinzip ihre Entscheidungen rechtfertigen zu können, oder? Gerade im Und Management. Erst ja. erstmal Beratung dazu holen, 400.000 Fakten einholen und die Zeit verlieren. Und das hat mit Angst zu tun. Das hat mit Angst zu tun. Und zwar hat es mit der Angst zu tun, dass man irgendwas verliert, dass man seinen Job verliert, dass man seine Position verliert, dass man sein Ansehen verliert. Ja, wenn ich natürlich dauernd Angst habe vor solchen Sachen, dann bin ich, nochmals, ich komme wieder zurück, dann bin ich eigentlich auch manipulierbar, weil die Geschäftsführung oder weiß nicht was, die wissen ganz genau, aha, der reagiert so und so, der ist so und so. Die wissen, oder? Und das war bei mir immer so. Ich habe immer gesagt, egal, ich bringe meine Leistungen. Wenn das nicht mehr reicht für das oberste Fußball, im Prinzip für FIFA, UEFA, ja, dann sollen sie mir sagen, dann bin ich halt wieder weg, oder? Und natürlich wird irgendwo wieder mal ein Fehler drin sein, natürlich, oder? Aber das Problem ist ja wieder, ich habe meine Fehler, Gott sei Dank durfte ich meine Fehler meistens machen, in Anführungszeichen nicht so wichtigen Spielen. Bei den ganz wichtigen Spielen ist meine Fehlerquote sehr, sehr tief gewesen. Habe auch zum Teil manchmal auch Glück gehabt, also gerade im ersten Braucht man Spiel auch. USA, Iran, wenn ich das nochmal sagen schaue heute,
Das wären 11 Meter gewesen für die Iraner und eine rote Karte gegen den amerikanischen Torhüter. Ja, ich habe das Glück gehabt, Iran gewinnt 2-1. Ja, wo ist das Problem? Da haben die Iraner gesagt, ob wir jetzt noch einen Elfmeter haben und keine Ahnung was, 2-1 gewonnen. Alle sind zufrieden gewesen, auch die Amerikaner, weil der Torhüter wurde nicht vom Platz gestellt. Beide haben dann den Fairplay-Preis gewonnen und so weiter und so fort. Ja, aber, das, Glück aber, dieses, Glück, aber dieses Glück kann man sich eben auch erarbeiten, oder? Und das ist schon so, oder? Also, bin ich auch ganz sicher, ja. Nein, das ist so, das ist ganz sicher so. Einfach, ich glaube, was bei dir auch dazu kam, ist, dass die Spieler dich über Jahrzehnte auch einfach als einen unglaublich fairen, gerechten Menschen kennengelernt haben und auch wussten, selbst wenn dem Urs Meier ein Fehler passieren sollte, was passieren kann, du bist auch nur ein Mensch, du hast auch nur die Möglichkeiten, die du hast, dann stehst du dazu, dann hast du die Größe, dich zu entschuldigen. Auch das ist was, was sehr rar ist, leider in der Welt. Und ich glaube, da kann man ganz anders miteinander umgehen. Und wenn man eben weiß, ich habe ein Gegenüber, was wirklich aus tiefstem Herzen versucht, gerecht zu sein und die richtige Entscheidung zu treffen, und falls er einen Fehler macht, entschuldigt er sich dafür und steht dazu, dann gehe ich ganz anders natürlich in dieser Situation auch mit dem um. Ja, also ich glaube, das gehört natürlich einfach auch dazu, oder? Ich habe ja gesagt, ich habe 883 Spiele geleitet und mein Ziel war es immer, das fehlerfreie Spiel zu leiten, oder? Und ich kann ja sagen, nach 883 Partien, es war keines dabei. In jedem Spiel hast du irgendeinen Fehler gehabt. Sei es ein falscher Einwurf oder irgendwas. Ist nicht weltbewegend, aber trotzdem. Aber nochmals, das Ziel war immer wieder das fehlerfreie Spiel. Oder? Und ich sage, es gab so ein, zwei Spiele, die waren nahe dran am Perfektionismus, aber nur nahe dran, die waren auch noch nicht perfekt, also um Gottes Willen. Ja, und ich glaube, das ist was Schönes, wenn du einfach, also ein Mensch, der wie du so viel Erfahrung hast, dass man da einfach auch mal wirklich zuhört und sagt, hey, fehlerfrei ist das Leben einfach nicht. Es passieren Dinge, gerade in komplexen Situationen, die laufen halt mal nicht optimal. Aber da muss man wirklich auch lernen, mit Fehlern umzugehen. Man muss mutig in die Entscheidungsfindung reingehen. Und wenn was schief geht, dann muss man damit einfach lernen, umzugehen. Weil du sagst ja auch immer wieder, das Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen. Ich habe entweder A oder B oder ich sage gar nichts. Und dann habe ich eben wirklich eine Katastrophe. Ja, einfach dieses, ja, nein, ich sage ja im Prinzip eben, dass eben kein Entscheid eben auch ein Entscheid ist, gerade bei Führungsleuten, oder? Also wenn ich keinen Entscheid mache bei einer Situation, 11 Meter oder nicht 11 Meter, ja, verdammt nochmal, dann ist es ein Entscheid. Also es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ist es einer oder es ist keiner. Und dieses Nicht-Entscheiden, dieses Nichts-Machen, dieses einfach nur, das ist ein Entscheid. Dieses Ungeeiere, lass uns nochmal Daten sammeln, lass uns nochmal überlegen. Ja. Und heute ist es natürlich so, oder jetzt die Schiedsrichter auch in der heutigen Situation, die erwarten dann, dass der Videoassistent jetzt haben sie einen Videoassistenten, ja, der soll doch noch das Ganze nochmals anschauen, der soll doch nochmal einen Entscheid treffen. Ja, wieso der? Wieso der? Ich bin ja der Chef. Ich bin ja der 27 Jahre Erfahrung hat vielleicht. Das ist ja meine Hauptaufgabe. Wieso muss ich jetzt meine Hauptaufgabe jemandem anderen übergeben, der vielleicht mit dem überfordert ist? Und da kommt irgendetwas raus, wo wir alle miteinander dann eigentlich darunter leiden. Ja, nein. Dann nehme ich doch den Entscheid, oder? Und wenn er dann wirklich komplett falsch war, wenn es dann wirklich 100% falsch war, ja, dann ist es jetzt mit dem Videoassistent, dann kann der sagen, okay, lieber Schiedsrichter, schau dir das nochmals an. Ich bin da eigentlich ganz anderer Meinung. Dann kannst du ja nochmals rausgehen und das anschauen. Aber das ist dann in den Extremfällen. Aber wenn du gar nichts machst und das einfach so übergibst, oder? Und da meine ich, wir brauchen Leute, die Entscheidungen treffen, oder? Und ich denke mal, nicht nur im Sport, nicht nur im Geschäftsleben, sondern auch im Privaten. Wie oft sieht man das, dass Menschen in zum Beispiel schlechten Beziehungen festhängen, wo man sagt, entscheide dich dafür und dann gib alles oder entscheide dich dagegen. Aber lass es nicht einfach nur weiterlaufen, so mal schauen, ob sich es nicht irgendwie noch richten lässt oder ob es sich nicht irgendwie vom Schicksal richtet. Nein, sei klar in der Entscheidungsfindung. Ja, das ist eben meistens sind dann das Menschen, die erwarten, die warten eigentlich, dass andere für sie die Entscheidungen treffen. Das ist übrigens auch im Geschäftsleben so zum Beispiel, aber eben auch im Privat natürlich in Beziehungen, aber auch im Geschäftsleben, oder dass viele Mitarbeiter, die warten eigentlich, bis der Chef ihnen endlich
die Kündigung gibt, oder? Dann haben sie ihren Sündenbock, oder? Dann sind sie es nicht gewesen, dann ist es jetzt auf einmal der. Er kann nach Hause gehen und kann seiner Frau sagen, ja, der Chef hat mich entlassen, der Idiot, der hat ja keine Ahnung. Eigentlich bin ich ja der Beste, oder? Aber eigentlich wollte er eigentlich schon lange weg, oder? Eigentlich hat es ihm schon lange nicht mehr gefallen in dieser Firma, oder? Und. Aber er hat nicht den Mut, hinzustehen und im Prinzip diese Situation anzusprechen, oder? Und auf der anderen Seite, und das ist eben auch das oft dann das Problem, dass du auf der anderen Seite wieder Führungsleute hast, die dann eben auch nicht den Mut haben, oder? Im Prinzip, ich sage jetzt immer wieder, diesen faulen Apfel aus der Kiste zu nehmen, oder? Und ich weiß, es ist kein gutes Beispiel mit Menschen und Nee, Äpfeln, aber nein, das es ist ein Problem ist, hervorragendes Beispiel, weil es ist wirklich so. aber das Problem ist ja, wenn du diese faulen Äpfel oder diesen faulen Apfel, vielleicht ist ja nur einer, wenn du den drin lässt, das Problem ist, dass eben im Gegensatz zu den Äpfeln, wo niemand rausgeht, wo alle faul werden, ist es beim Unternehmen so, dass die Guten, die verlassen diese Kiste, die verlassen das Unternehmen, die sagen, nee, nee, also in diesem Team, in dieser Situation, nee, also wenn das so weitergeht, da gehen wir. Und die gehen dann auch, die gehen dann weg. Dann hast du auf einmal zwei, drei, vier gute Leute, die weg sind, nur weil du nicht den Mut hattest, diesem einen im Prinzip mal Klartext zu sprechen oder den eben zu entlassen, oder? Und das ist eben, da ist eben, das ist das, was ich dann wieder sage, das ist eben dann keine Entscheidung getroffen, oder? Entweder bist du für ihn, du sagst, okay, wir arbeiten mit dem, oder du arbeitest nicht mit dem, oder? Aber dieses, ah, wir schauen mal, wie sich das entwickelt und Schau mal so. noch mal. Ja, ich habe mich neulich auch sehr intensiv dazu mit einem Schweizer Unternehmer unterhalten, da ging es sehr stark auch um das Thema Sanierungen. Und wenn du ein Unternehmen, was marode ist, was wirklich kurz davor steht, mit 180 gegen die Wand zu fahren und eben im Graben zu landen, wenn du das retten möchtest, da gehört es wirklich auch dazu, jetzt nehmen wir noch mal das Bild, in die Kiste zu gucken und zu schauen, wo sind die faulen Äpfel, welche Äpfel sind vielleicht so verschrumpelt, so fehl am Platz, vielleicht ist auch eine Birne drin, die in dem Fall gar nicht dazugehört. Und wirklich die dann rauszusortieren, um bei dem Bild zu bleiben. Und ja, das tut diesen, keine Ahnung, 10% natürlich unglaublich weh. Und es ist manchmal so, dass die für das System beste Entscheidung eben nicht für jeden Einzelnen die beste Entscheidung ist. Das kann Es ist sein. notwendig. Das ist so. Aber das ist ja auch bei, wenn du die Mannschaften anschaust, schau mal die Mannschaften an, zum Beispiel von Jürgen Klopp, was er macht. Er schaut immer, dass das eben genau das, dass das eben stimmt, dass es eben auch stimmig ist, eben, dass eben diese Birne zum Beispiel, oder? Die wunderbar ist, eine wunderbare Birne, aber sie passt da nicht rein, Ja. oder? Und ja, dann darfst du sie nicht da drin lassen. Wenn du die da drin lässt, hast du ein Problem, oder? Und das ist ja zum Beispiel jetzt gerade momentan ein Problem, gerade für Ronaldo. Niemand will momentan Ronaldo, weil jeder sagt, ja, Ronaldo, der macht uns das ganze System kaputt, oder? Und vielleicht ist er auch noch zu alt. Und Fußball spielen könnte noch. ein begnadeter Spieler. Also er ist ja Ja, natürlich. Eben, eine sag jetzt mal. Traumbirne in dem Fall. Ganz genau, oder? Aber momentan will ihn niemand, oder? Weil, genau. Ja, Mal und das schauen. ist, ja, das ist eben schwierig, da dann auch wirklich so konsequent zu sein, zu sagen, diese Entscheidung muss getroffen werden, entweder dafür oder auch dagegen. Und du sagst in deinem Buch zum Beispiel, hast auch in der Keynote immer wieder gesagt, wie große Freude es dir gemacht hat und auch macht, Entscheidungen treffen zu dürfen. Was könntest du oder was kannst du jemandem auf den Weg geben, der sich schwerer tut damit und der nicht diese inhärente Freude hat zu sagen, ich entscheide gerne und ich bin okay auch mit den Konsequenzen. Wie kannst du jemandem helfen, so diese ersten Schritte zu mehr Entscheidungsfreude zu gehen? Dass er beginnt. Also im Prinzip, das Problem ist ja immer wieder, es gibt ja viele Menschen, die wissen das auch und das ist für sie auch ja, eine Belastung, dass sie nicht gerne Entscheidungen treffen, dass sie Angst haben vor Entscheidungen, eben, dass sie Angst haben vor den Konsequenzen oder dass sie Angst haben vor keine Ahnung vor was. Oder ich hatte mal einen Vortrag in Berlin, wo Politiker dabei waren. Da war wirklich eine Politikerin, die im Bundestag saß, die kam nachher zu mir und hat dann unter vier Augen hat sie gesagt, Herr Mayer, ich kann keine Entscheidungen treffen, sage Boah, ich. als Politikerin. Habe ich gesagt, wow, Ja. habe ich gesagt, ja, aber das sollten Augen Sie auf bei der eigentlich, genau, Jobwahl. das sollten Sie eigentlich da, wo Sie sind. Das erwartet man von Ihnen, oder? Und dann habe ich ihr auch gesagt, ja, ich kann nicht mal Entscheidungen treffen, wenn ich im Restaurant sitze, wenn ich die Karte habe und sage, ja, und genau da beginnt es. Und genau da können Sie eigentlich starten. Und da komme ich jetzt auf deine Frage zurück. Ja, indem, dass du beginnst, einfach Entscheidungen treffen, oder? Also du kommst ins Restaurant
Und du hast vielleicht schon, du gehst ja in dieses Restaurant, weil du ja vielleicht in diesem Restaurant vor ein paar Wochen eine wunderbare Pizza gegessen hast, sage ich jetzt mal. Oder eine Pizza, ich nehme jetzt irgendeine Margherita, eine ganz einfache. Aber Pizza Margherita hättest du jetzt eigentlich nicht gerne, oder? Und wegen dem gehst du eigentlich ins Restaurant, oder? Und jetzt kommt die Karte, oder? Jetzt beginnt ja schon das Desaster, oder? Du hast die Karte und da bist du auch noch eigentlich dabei. Ja, nee, eigentlich Pizza Margherita ist eigentlich schon die richtige Wahl, doch. Und jetzt kommt der Kellner und sagt, und wir haben heute noch eine Spezialkarte und Spezialangebote, oder? Und, und. Von mir aus, keine Ahnung, sind wir gerade im Herbst, irgendetwas mit Trüffel, oder? Und jetzt beginnt es ja schon. Oh ja, mit Trüffeln. Okay, warte mal, mit Trüffeln. Ja, soll ich jetzt mit Trüffeln? Ja, da. Und jetzt wird es schon wieder schwierig, oder? Und jetzt beginnt man wieder rumzueiern. Ja, aber eigentlich, ja, nee, Trüffel, ja, eigentlich. Und. Anstatt dass du sagst, nee, Endlos alles schleifen. gut, wunderbar, ich nehme jetzt heute die Pizza Margherita. Paff. Weil mit der wolltest du ja da rein. Also nimm sie doch. Beginn diese Entscheidungen zu treffen, So oder? wirklich im Kleinen, gell? Aber genau. Oder aber die sitzen dann da und sagen, ja, was nimmst du? Was nimmst du? Was nimmst du? Da schaut man mal noch da und mal dieses und jenes. Und schlussendlich nimmt der Nachbar, nimmt Ravioli mit, keine Ahnung was, mit Cherry-Tomaten. Ah, oh, nehme ich ja auch. Ja. Also schlussendlich hat er Grauenvoll. Cherry-Tomaten mit, und das wollte er aber eigentlich gar nicht, oder? Und schon hat er eigentlich einen Entscheid getroffen, wo er nicht glücklich damit ist. Und eigentlich ist es auch nicht sein Entscheid gewesen. Eben nochmals, beginne mit kleinen Schritten. Ein Kind fällt 1500 Mal um, bevor es laufen kann. Ja, und wenn einer nicht Entscheidungen treffen kann, er muss halt mal damit beginnen. Und er wird halt vielleicht bei den ersten zwei, drei Entscheidungen wird er vielleicht etwas holprig sein, aber es wird einfach dann irgendwann normal. Ja. Einfach Ja, und beginnen. so hast du auch gesagt, der Umgang mit Fehlern ist ja auch was, auch das kann man lernen. Wenn du merkst, hey, ich gebe einen Fehler gleich zu, ich spreche darüber, ich entschuldige mich wirklich von Herzen und du merkst, die Welt geht nicht unter, du wirst nicht Im gehängt, Gegenteil. gelyncht, irgendwas, sondern es kommt ein Danke für die Entschuldigung. Dann fällt es das zweite Mal, das dritte Mal und wir Menschen machen ja immer wieder auch Fehler, dann fällt es einem ja leichter beim nächsten Mal. Viele haben, gerade in der im Führungsbereich, haben sie immer das Gefühl, wenn sie Fehler machen, dass ihre Reputation darunter leidet, dass ihr Ansehen darunter leidet. Und das stimmt eben nicht. Das stimmt nicht. Im Gegenteil, eben nochmals, wenn man hinsteht nachher und sagt, ja, ich habe da einen Fehler gemacht, aus meiner Perspektive, aus meiner Optik, aus meiner Warte habe ich das so und so gesehen. Wenn ich das jetzt aus dieser Optik sehe, muss ich sagen, es war falsch. Wir müssen das korrigieren. Wir müssen den anderen Weg nehmen. Keine Ahnung was. Es tut mir leid. Punkt. Das gibt Vertrauen. Die Mitarbeiter. Du kannst natürlich das nicht jeden Tag, wenn du jeden Nein. Tag Fehler machst, dann geht es nicht. Aber wenn du mal eine Richtung vorgibst, die war dann falsch und du hinstehst und sagst, nee, liebe Mitarbeiter, das war falsch, wir müssen wieder zurück und dann den anderen Weg nehmen, dann heißt das heißt nicht, dass die Mitarbeiter kein Vertrauen mehr haben, sondern im Gegenteil. Aha, okay, der hat das jetzt eingesehen, ja, also wenn das der falsche ist, nehmen wir jetzt den anderen Weg. Und deine Reputation, dein Ansehen ist genau die gleiche. Und nochmals, ich habe das ja auch am Fußballplatz so oft erlebt und man nimmt sich oft viel zu wichtig, man selber, man hat ja das Problem. Ja, ich habe das Problem. Die anderen sehen das ja gar nicht so drastisch. Ich habe oft erlebt, wenn ich ein Fußballspiel gehabt habe, ich habe einen Fehler gehabt, da habe ich gedacht, oh Scheiße, ich habe diesen Fehler gehabt, oh Madonna, oder dann habe ich mit diesem Spieler vielleicht nach 4 Wochen oder 5 Wochen habe ich den wieder irgendwo gesehen, habe gesagt, du, Entschuldigung, dazumals. Dann hat er gesagt, um was geht's? Sag ich, ja, weißt du, da bei dem Spiel habe ich doch einen Elfmeter gegeben, der keiner war. Hey, schon lange vorbei. Wer interessiert das, oder? Ja, aber Also du es hast war 4 Wochen lang hat's an dir genagt. natürlich, es war mein Problem, dass ich miteinander. Aber es war nicht sein. Also er hatte ja gar kein Problem damit, oder? Also im Gottes Willen, er hat es schon längstens vergessen. Und das ist ja auch etwas. Wir haben immer das Gefühl, dass wir so wahnsinnig wichtig sind. Wir müssen uns nicht so wichtig nehmen, Ich in glaube, welchen das ist ein Positionen. ganz guter Tipp generell fürs Leben, sich einfach mal ein bisschen zurücknehmen und auch die Dinge nicht so wichtig zu nehmen, weil wie oft sind wir wirklich in Momenten, in Situationen, in Entscheidungen drin, die lebenswichtig sind? Also, es ist doch oft, ja, es ist schon Eben. wichtig, aber Ja, so wichtig ist es ja genau. wirklich nicht. Genau. Es relativiert ja meistens wieder, wenn man dann die wichtigen Dinge im Leben irgendwo mit denen konfrontiert wird. Also eben da, nimm dich nicht zu wichtig, oder? Ja, was sind denn aktuell in deinem Leben so die wichtigsten Entscheidungen für dich? Sind die beruflicher Natur, sind die privater Natur? Wo stehst du gerade in deinem Leben?
Ja, momentan sind sicher die Entscheidungen ja beruflich. Pff, ja, da gibt es immer wieder Sachen, was ich machen will, was ich nicht machen will, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Aber eigentlich ist es natürlich dann eher irgendwann mal, kommt jetzt mal, ja, also es ist noch nicht so dringend, aber im Prinzip die Lebenssituation, also dass wir, irgendwann haben wir uns entschieden, wir bleiben in Spanien, also das bleiben wir auch und da unten sind wir glücklich. Also das war eigentlich auch so etwas, was wir ganz klar definiert haben, wo wollen wir hin, wo könnten wir glücklich sein? Und dann war es halt da, wo wir jetzt sind, und da sind wir nach wie vor glücklich. Aber welches Haus, oder? Ich hab noch ein Land, wo ich bauen könnte und so weiter. Habe jetzt aber wir haben eine kleine Tochter, die ist 9 Jahre alt. Wir sind jetzt in so einem Reiheneinfamilienhaus zur Miete. Also richtig in den Spaniern drin, das, was ich eigentlich auch oder was wir wollten. Ja, und eben, wie gesagt, wir sind glücklich. Also warum sollen wir jetzt etwas gerade momentan verändern? Aber da wird sicher irgendwo in den nächsten 4, 5, 6 Jahren wird da mal was kommen, vielleicht, dass man da irgendwo eine Veränderung machen muss. Aber eben, wie gesagt, das ist momentan, habe ich keine wichtigen Entscheidungen, die ich treffen Okay. muss. Dann nochmal so, der Urs Meier, wie ich ihn kennengelernt habe, ist unglaublich schnell, unglaublich entscheidungsfreudig und jemand, der einfach Ansagen macht. Wie agierst du im Privatleben? Bist du derjenige, der bei, keine Ahnung, Entscheidung, was gibt es zu essen, wo fahren wir jetzt hin am Wochenende, bist du derjenige, der auch in dieser Windeseile sofort Entscheidungen triffst oder kannst du dich da ganz entspannt auch zurücknehmen und sagen, entscheidet Ja, ihr? natürlich. Also ich bin da nicht der Dauerentscheider. Also da sage ich immer wieder, wenn es mir nicht, ja, nicht so wichtig ist. Nein, es ist mir oft nicht so wichtig. Ja, das ist so, dass ich zum Beispiel sage, ja, wo wollt ihr, was wollt ihr machen, oder? Und dann mache ich das, weil das für mich stimmt, oder? Ob ich jetzt, keine Ahnung was, ob ich jetzt an den Strand gehe oder ob ich jetzt in die Berge wandern gehe, das ist mir eigentlich egal, oder? Also da habe ich jetzt keine, wenn es für mich nicht stimmt, dann sage ich natürlich schon, nee, also wandern jetzt da, wieso sollen wir jetzt auf den Berg? Wir sehen ja kaum bis zum Mittelmeer runter, weil es so diesig ist, also nee, wandern wir lieber mal im Herbst oder im Winter, wenn es klare Sicht hat. Also das würde ich dann schon sagen, aber wenn es so ist, gute Sicht, ob ich jetzt dahin gehe oder dahin gehe. Das heißt, du hast deine Trillerpfeife nicht ins private Leben integriert. Nein, um Gottes Willen, nee. Ja, aber Aber das ist, aber also, das eben. gelingt nicht jedem, wenn man das, also, es gibt durchaus genügend Typen Manager, die wirklich zu Hause dann auch agieren, als wären sie noch im Job. Ja, das ist eben, weil sie die Rollen nicht ablegen können, oder? Im Prinzip bist du ja als Schiedsrichter, oder? Gehst du in eine Rolle rein, oder? Und diese Rolle, die hast du in dem Moment, wo du auf dem Fußballplatz bist, heißt es Schiedsrichter. Du gehst in eine Richterrolle herein eigentlich, oder? Du hast ein spezielles Gewand an, oder? Hast ja als im Prinzip als Manager meistens ja auch, hast ja auch deinen blauen oder deinen grauen Genau, Anzug, spätestens oder? wenn die Krawatte runtergeht, sollte man vielleicht auch die Rolle ein bisschen ablegen. Ja. Ganz genau, oder? Und dass man dann eben im Prinzip wieder dass man dann in die andere Rolle geht. Und die liebe ich auch, dass man eben genau diese verschiedenen Welten, dass man in diesen verschiedenen Welten sich wohlfühlt. Und ich habe ja noch mehr Rollen, oder? Also im Prinzip habe ich ja die Schiedsrichterrolle gehabt, dann habe ich jetzt den Vortragenden diese Rolle. Ich habe Ja, den, und die ich. spielst du fantastisch. Also da, an dieser Stelle kann ich wirklich nur sagen, wer einen zutiefst inspirierenden, voller Energie sprudelnden Keynote-Speaker auf der Bühne möchte, hat da mit dir wirklich eine ganz gute Wahl getroffen. Also Ja, danke, kann ich danke. von Herzen empfehlen. Und ich hoffe, wir teilen auch mal wieder die Bühne miteinander, weil das ist schon Ja. ein besonderes Erlebnis auch für mich gewesen. Nein, sehr, sehr gerne. Also, nee, es war natürlich auch ein wunderbarer Anlass, oder? Und an einem wunderbaren Ort mit wunderbaren Menschen. Also, da ist ja eigentlich, ist ja fast schon eine gemähte Wiese, also von dem her. Was war dein in diesen all den Jahren mit den fast 900 Spielen? Was war dein glücklichster, emotionalster Moment, wo du wirklich sagst, das war Lebensfreude pur? Dafür allein hat sich's gelohnt.
Ja gut, das war sicher, als ich es geschafft habe, dieses Weltmeisterschaftsspiel USA gegen Iran. Also Ja, durchaus auch politisch recht kritisch. ja, es war ein sehr, sehr, darum wollte ich ja dieses Spiel unbedingt, oder? Das ging ja schon relativ früh los. Also ich versuche immer Sachen zu visualisieren, zu manifestieren, oder im Prinzip, es gibt ja dieses schöne Buch, Bestellungen im Universum, glaube ich, irgend sowas, oder? Wo Ja. die Parkplätze bestellen kannst. Funktioniert übrigens. Effektiv. Ja. Also bevor ich mich mit dem Ganzen auseinandergesetzt habe, bin ich sogar mit meiner Familie schon nach Zürich reingefahren. Das waren fast 30 Kilometer, habe keinen Parkplatz gefunden und bin wieder entnervt wieder zurückgefahren. Also wir waren dann nicht Da warst du einkaufen. bestimmt richtig populär in dem Moment. Da habe ich gesagt, so, Scheiß Zürich, jetzt gehen wir wieder zurück, oder? Weil ich war das Problem, nicht die Familie war das Problem, nicht Zürich war das Problem, nicht die Parkplatzsituation war das Problem, ich war das Problem, oder? Falscher Aber ich habe Mindset. ja, genau, falscher Mindset. Und seit ich das geändert habe, finde ich erstens mal genau die Parkplätze, die ich will. Die sind meistens ganz, ganz nahe beim Eingang. Also auch da, die bestelle ich genau da, oder? Wieso soll ich die weit weg bestellen, wenn ich sie Richtig. beim Eingang bestellen kann? Aber was war jetzt die Frage? Die Frage war, Dein oder? schönster Moment, Oh, dein der schönste Moment. schönster, emotionalster Moment in deiner Schiedsrichterkarriere. Genau, also auch da war ich ja noch nicht mal nominiert für die Weltmeisterschaft. Ich war im Konkurrenzkampf mit einem anderen Schweizer, mit einem sehr guten Freund von mir, Serge Mumenthaler hieß der, der eigentlich viel mehr Erfahrung hatte, der viel höher geratet war bei der FIFA und bei der Also eigentlich die UEFA, größeren Chancen hatte. eigentlich die größere Chance hatte, an diese Weltmeisterschaft zu kommen. Wir waren aber immer fair miteinander und haben gesagt, der Bessere von uns soll, also der Glückliche oder der Bessere, keine Ahnung, was man da sagt, soll dann schlussendlich an die Weltmeisterschaft gehen, oder? Und da war Auslosung im Dezember. Wie gesagt, wir waren beide noch nicht nominiert, ich nicht, er nicht. Und ich habe dann diese Auslosung gesehen und da kam dieses Spiel USA-Iran. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Spiel. Das Krass, wird wie man mein das Spiel manchmal einfach sein. weiß, gell? Man Ja, da habe weiß ich es gesagt, einfach. das wird mein Spiel sein. Und dann habe ich ja auf der Treppe, wo ich trainiere, das im Rebberg war das, habe ich auf der obersten Stufe stand schon lange FIFA, weil das wollte ich ja erreichen, habe ich ja erreicht. Und da habe ich auf die zweite oberste Stufe habe ich dann geschrieben USA, Iran. Und wenn ich da Also hast trainiert du wirklich habe, hingeschrieben? ja. Das, Also wenn ich, wirklich wenn, mit. weil, das, weil ich kam immer an diese Treppe nach ungefähr 45 Minuten. Das war eine Laufstrecke, die ich hatte um den Fluss herum. Und dann kam ich an diesen Berg und da ging es richtig nochmal steil hoch. Und das war irgendwie gerade 200 Meter vor meinem Haus, 300 Meter vor meinem Haus. Und ich musste dann nochmals richtig hoch, irgendwo 100, keine Ahnung was, 150 Also nochmal Stufen richtig oder so. nochmal so richtig. Tack, oder? Und dann hast du eben dieses USA-Ring, tack, und dann da Aber bist du so allein richtig. toll, dass du das hingeschrieben hast, weil dieses sich vorstellen ist ja schon so kräftig, aber es dann noch wirklich hinzuschreiben und jedes Mal vorbeizulaufen und zu sehen. Das steht da Ja, für mich. Das ist mein genau. Ziel. Genau, Toll. USA-Iran, oder? Und dann war eben, wie gesagt, dann im Januar wurde ich dann nominiert für die Weltmeisterschaft und da wusste ich USA-Iran, USA-Iran. Wir waren im Trainingslager, für mich war auch klar USA-Iran. Wir waren dann eine Woche vorher an der Weltmeisterschaft in Manoir der Grécy, das ist bei Paris, war so ein altes Frauenkloster, sind wir untergebracht gewesen. Die Schiedsrichter und dann kamen irgendwo, keine Ahnung, 4 Tage vor dem ersten Spiel, kamen die Aufgebote für die Schiedsrichter und da kam so ein riesen Briefumschlag. Die waren irgendwie doppelt so groß wie ein normaler A4, also richtig, also keine Ahnung was. Riesige Umschläge und mit dem Namen drauf, mehr nicht, oder? Und dann wurden die hingelegt auf unsere Tische beim Mittagessen. Dann saß ich vis-à-vis, saß der österreichische Schiedsrichter, der Benkö, Günther Benkö. Auf der anderen Seite war der Deutsche, wie heißt er schon wieder, aus der DDR, ehemalig, das fällt mir gleich ein. Also die ganzen Größen im Genau. Schiedsrichterwesen Ja, damals. auf jeden Fall haben die gesagt, ja, was meinst du, was hast du für ein Spiel und so weiter. Und ich sage, ja, ich habe USA-Iran, oder? Ja, erzähl doch nicht so einen Quatsch, oder? Sag ich, ja, ich habe USA-Iran. Ja, wieso willst du überhaupt USA-Iran? War ja auch noch die Frage, willst du nicht Argentinien, Brasilien, Deutschland, keine Ahnung was? Habe ich gesagt, nee, ich will USA-Iran, das ist mein Spiel, oder? Genau, der andere Schiedsrichter, der hieß Bernd Heinemann. Und dann haben die aufgemacht, jeder hat sein Spiel angeschaut und, oder? Und ich habe mein
Briefumschlag nicht angefasst, oder? Du wusstest ja, was Und drin steht. ja, ich wusste ja, was drin steht. Und dann war dann, der Österreicher wurde dann nervös, oder? Und hat ihn dann irgendwo dann aufgerissen, oder? Und da mache ich ihn halt auf, oder? Und dann nimmt er ihn so raus. Das wusstest du. Da sage ich, nein, aber steht USA Iran drauf, gell? Ja, sage Ja, ich das so. ist, manchmal spürt man es einfach. Ja. Ja. Toll. Nee, es war dann und ja, und dann eben, wie gesagt, du hast immer noch gesagt, der schönste Moment, der war es noch natürlich noch nicht. Es war dann beim Einlaufen, beim Warmmachen, habe ich dann wirklich geweint. Ich habe richtig geweint, weil ich wusste, ich bin da, ich habe es geschafft, ich bin an dieser Weltmeisterschaft und habe auch gemerkt, es ist eine tolle Atmosphäre. Ich hatte ja dann auch mit den Mannschaften abgemacht, einen Abend vorher, dass sie sich gemischt aufstellen sollen, dass sie der Welt, den Frieden zeigen sollen, auch Das ist ja symbolisch nicht mit üblich. einem Ein Bild. Fußballspiel ist Nee. normalerweise immer Und getrennt. das war wirklich meine Idee. Das war nicht die Idee der FIFA. Das war keiner kam auf die Idee. Und ich habe gesagt, wir haben doch am nächsten Tag Fairplay-Tag. Also der 21. Juni war der Fairplay-Tag. Und dann habe ich gesagt, zeigt doch den Menschen, dass ihr anders miteinander umgeht, dass Heißt, ihr sie haben sich eben nicht, einfach gemischt oder? aufgestellt, Da habe bunt ich gemischt, gesagt, jeder neben war jedem. genau. Und dann Super. habe ich ja und dann und dann Und Boah. dann da musste die FIFA das zuerst abklären. Also der Delegierte war auch ein Schweizer, René Hüssi hieß der. Der musste das zuerst abklären. Und der hat dann ungefähr nach einer Viertelstunde hat er dann das grüne Licht gekriegt von der FIFA, so nach dem Motto, ihr dürft das machen. Mit der Bemerkung, Schiedsrichter sind aber nicht auf diesem Bild drauf. Hä? Ja, das habe ich auch so gemacht, habe ich auch gesagt, hä? Und dann haben natürlich meine Assistenten und der vierte Mann hat gesagt, wieso sind wir jetzt nicht da drauf, Ein oder? integraler Teil des Spieles. Und dann habe ich gesagt, erstens mal keine Diskussionen, wir sind morgen drauf. Oder also ich wusste, die können mir sagen, was sie wollen, ich bin da drauf. Aber es gibt Toll. heute Bilder von der FIFA, die offiziellen Bilder der FIFA sind wie rausretuschiert worden. Also auf den normalen Ja, Bildern, die Kleinigkeit Medien, ist was Wunderschönes. aber wir sind rausretuschiert worden auf gewissen Bildern der FIFA. Item, gut. Ist ja nicht so tragisch. Auf jeden Fall dieser Moment, wo ich diese zwei Mannschaften dahin gebracht habe, so hinzustellen, und dann waren ja doppelt so viele Fotografen da wie an einem normalen Spiel, weil da waren ja auch noch die politischen Fotografen, waren ja da, all die wollten ja auch noch etwas haben. Es waren so viele Fotografen, wo ich noch nie gesehen habe, so viele, und 40.000 Zuschauer in diesem Stadion, und die haben gemerkt, in dem Moment, wo die da hingestanden sind, so, und das Blitzlichtgewitter losgegangen ist, haben die gemerkt, da passiert was Historisches. Da ist jetzt das ganz, ganz Das Tolles, war was da weit vom passiert. Fußball weg, da war Ganz menschliche weit, Verbindung. das war ganz eine andere, das war eine ganz andere Dimension. Da passiert etwas ganz, ganz Spezielles. Und die haben gekreischt. Ich habe das vorher und nachher in meinem ganzen Leben nie mehr gehört, wie das Stadion gekreischt hat vor Glücksgefühlen, Ich vor, habe boah, Gänsehaut gerade. Ich habe wow. Gänsehaut gerade. Und allein sowas, die Und da stehst du Entscheidung da auch zu unten, treffen, boah, ich boah, da. schlag, also da gehört Mut dazu, auch zu sagen, es wurde noch nie gemacht. Wir machen es jetzt einfach. Natürlich, weil Ja. es stimmt. Eben, das ist das, was ich immer wieder sage. Das ist mir so, wo die Mannschaften da gesessen sind am Abend, wir waren ja beide auf der einen Seite die Iraner, auf der anderen die Amerikaner. Und da kam mir das auf, einfach, da haben wir gesprochen, Fairplay-Tag. Ja, wie zeige ich am besten Fairplay? Ja, indem, dass ich das Toll. mische. Ja, und Habe gesagt, genau das, mischt euch. aber nicht nur eben die Idee haben, sondern auch den Mut, sie umzusetzen. Einfach zu sagen, ich habe hier eine geile Idee und wir machen es einfach. Toll, toll. Eine allerletzte Frage an dich, Urs. Was kannst du den Hörern mitgeben? Es geht ja in dem Phoenix Mindset Podcast um mehr Erfolg und Lebensfreude. Einen Tipp von diesem tollen Menschen, diesem Feuerwerk an Inspirationen. Was kann ein jeder dieser Hörer tun für mehr Erfolg und Lebensfreude in seinem und ihrem eigenen Leben? Ja, es gibt natürlich, es gäbe eigentlich einen riesen Blumenstrauß, aber ich möchte eigentlich nur zwei Blumen daraus nehmen aus diesem Blumenstrauß. Das eine ist an und für sich, dass man eben mit positiven Bildern arbeitet, dass man immer positiv ist und nichts Negatives, das Negative weglässt. Also wirklich nur positiv. Positiv, was ist positiv, was ist positiv? In die positiven Bilder arbeitet, oder? Und die zweite Blume, die ich im Prinzip empfehle, ist nicht vergleichen. Nicht vergleichen, das ist ja immer das größte, wo wir meistens dann unglücklich werden. Also jetzt sprechen wir über Glück auch.
wenn wir beginnen zu vergleichen, oder? Ja, warum hat der andere das größere Auto? Warum hat der andere, von mir aus sogar noch die schönere Frau? Ja, die ist vielleicht schöner anzuschauen, aber im Herz ist sie eben nicht schöner. Das Gesamtpaket stimmt eben nicht. Und, oder? Und sobald dass ich da beginne zu vergleichen, werde ich nicht glücklich, ich werde unglücklich, ich bin nicht mehr zufrieden, oder? Und hör auf mit diesem Vergleichen, oder? Sondern Entscheidungen treffen, das möchte ich, das ist der richtige Weg, und mit dem glücklich sein, ja. Ja, fertig. Positiv voranschreiten. Positiv, immer dieses Positive, ja. Eben nochmals, und wenn mir das nicht gelingt, da habe ich noch etwas, vielleicht noch die dritte Blume, die ich im Prinzip lernen musste. Ich habe mit Personen, die ich ein Problem hatte, das Problem ist ja dann oft, dass die dich dann irgendwie runterziehen, also dass die dir die Energie nehmen und so weiter und so weiter. Da habe ich jetzt eigentlich das, habe mal so ein Buch lesen dürfen, ich finde das immer noch ein tolles Buch, der Diamantenschneider. Da gibt es eigentlich einen Satz, der kommt aus dem Buddhismus. Alles, also jeder Mensch, alle Dinge, alles ist leer. Also alles ist eigentlich leer. Wir geben die Bedeutung rein. Und ich versuche dann diejenigen, wo ich nichts Positives, dass ich das wenigstens einfach als leer, also es ist einfach leer, es ist einfach neutral. Und ich gebe keine Bedeutung mehr rein. Und das macht mich jetzt zum Beispiel viel entspannter, viel gelassener, viel glücklicher, oder dass ich dann im Umgang mit diesen Menschen, dass ich nicht da, ah, der Idiot oder keine Ahnung was. Nein. Einfach, du nein, nimmst die nein. Negativität raus. Nein, eben, das ist eben das auch, das ist dann, ist dieses, dieser Punkt ist draußen, oder? Und es ist ja tatsächlich so, oder, dass jedes, dass ich alles, das ist eigentlich, dass wir ja die Bedeutung reingeben, oder? Und in diesem Beispiel ist es ja so, zum Beispiel, ja, nehmen wir jetzt mal etwas anderes, nehmen wir jetzt ein Haus. Ein Haus kann für dich hässlich sein, da würde ich in 100 Jahren nicht drin leben, oder? Ja, und der andere, der ist da aufgewachsen, das ist sein Elternhaus, das ist für ihn Heimat gewesen, das ist für ihn vielleicht das schönste Haus gewesen der Welt. Ja, was ist es jetzt? Ist es jetzt das schönste Haus oder ist es das hässlichste Haus? Und bei den Menschen ist es genau, ist es der größte Idiot oder ist es der tollste? Oder? Ja. Und drum, es ist leer. Wir geben die Bedeutung rein. Und wenn einem das gelingt, dann geht es einem in der Regel auch besser. Toll. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für deine Energie, für deine vielen tollen Einblicke in dein wirklich sehr spannendes Leben. Ich lerne jedes Mal, wenn ich dir begegne, so viel dazu und bin einfach glücklich, dass sich unsere Wege kreuzen durften. Ganz lieben Dank auch und schöne Grüße an deine wirklich herzliche Frau. Hab einen wunderschönen Tag noch und ich freue mich einfach, wenn wir uns mal wieder idealerweise irgendwo auf einer tollen Bühne treffen. Sonja, ich kann nur den Ball oder im Prinzip das Lob zurückgeben. Also ganz herzlichen Gerne Dank den Ball. Auch an Der dir. Kommt von einer Fußball-Ikone. Irgendwas, genau. Danke. Schön, sehr schön. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag noch. Danke, gleichfalls. Okay, ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Sonja. Was für ein Mensch, was für ein Gespräch. Urs Meier, Fußballschiedsrichter, Legende. Und vor allen Dingen ein wirklich tief inspirierender Mensch. Ja, wir haben viel gehört über Mut, über Intuition, über Erfahrung, über Bereitschaft und Freude daran, Entscheidungen zu treffen, über Aufrichtigkeit, über Fehler eingestehen, über Kommunikation und darüber, wie ich mit positivem Denken und dem Fokus einfach auf dem Guten mir ein so glückliches und schönes Leben gestalten kann. Das war eine neue Folge des Phoenix Mindset Podcast und ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Freue mich natürlich auch, wenn ihr das Ganze bewertet, wenn ihr den Podcast abonniert, ihm entsprechend auch eine Sternebewertung gebt, es kommentiert und auch mit euren Freunden teilt. Nur daraus entsteht ja so eine Community. Und da bitte ich euch ganz herzlich einfach um euren Support auch. Ganz herzlichen Dank und euch noch einen wunderschönen Tag. Sonja Piontek vom Phoenix Mindset Podcast.